Heute in der Sendung: Kundgebung gegen Rassismus. Die Arbeiterwohlfahrt positioniert sich. Und die Region Hannover berichtet über ihren Finanzhaushalt des Jahres 2021 und erklärt ihr Defizit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die Arbeiterwohlfahrt der Region Hannover veranstaltete gestern eine Kundgebung auf dem Kröpkeplatz. Anlass: der Internationale Tag gegen Rassismus. Meine Kollegin Yatiil berichtet. Haltung zeigen, Rassismus ankreiden. Dieses Motto der Kundgebung gegen Rassismus nahmen die Mitarbeitenden und Mitglieder der AWO gestern wörtlich. Mit bunter Kreide malten die rund 50 Teilnehmenden ihre Botschaften auf die Straße der Innenstadt. Zu dieser Veranstaltung versammelt sich die AWO schon seit 20 Jahren, jedes Jahr am Internationalen Tag gegen Rassismus. Die AWO zeige am zentralen Platz von Hannover, dass Rassismus und Rechtsextremismus in Hannover und auch anderswo keine Chance haben dürften, erklärt Dr. Silke Lesemann, ehrenamtliche Präsidentin der AWO-Region Hannover. Wir haben immer häufiger rechtsextremistisch motivierte Taten, deren Ursprung purer Rassismus ist. Wir haben das vor wenigen Jahren erlebt, vor 2 Jahren, die Opfer von Hanau. Die sind einfach nur deswegen Opfer geworden, diese Menschen, weil sie anders aussehen, weil sie eine andere Herkunft haben. Und das ist etwas, was wir nicht dulden dürfen. Wir leben in einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Und da müssen wir zusammenhalten und darauf hinweisen, wenn Menschen unterdrückt werden, wenn sie diskriminiert werden, nur weil sie einen anders klingenden Nachnamen haben. Jeder von uns sei in der Pflicht, Alltagsrassismus und unangebrachte Witze nicht widerspruchslos hinzunehmen. Die Arbeiterwohlfahrt stehe mit ihren Grundwerten schon seit 100 Jahren für Gleichberechtigung und Toleranz. Das solle auch nach außen hin ausgedrückt werden, so Burkhard Teuber, Vorstandsvorsitzender der AWO Region Hannover. Die Grundwerte sind Gleichheit, Toleranz, Gerechtigkeit und dafür setzen wir uns ein. Und ein wichtiger Punkt ist auch Vielfalt. In den letzten Jahren ist Vielfalt ein wichtiger Diskussionspunkt. Und leider ist es immer in unserer Gesellschaft mittlerweile so, dass es gesellschaftsfähig geworden ist, dass Menschen wieder rassistisch sein dürfen, ohne bestraft zu werden. Das geht nicht. Auch während des Kriegs in der Ukraine würde sich Rassismus zeigen. Ukrainer mit anderer Hautfarbe würden bei der Flucht teilweise am Grenzübertritt gehindert werden, nur weil sie anders aussehen. Es dürfe keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben, betont Lesemann in ihrem Redebeitrag. Auch Angriffe gegen RussInnen, die pauschal für den Krieg verantwortlich gemacht würden, verurteilt die Präsidentin. Die Bekämpfung von Rassismus gehöre zur Identität der AWO. Ja, wir verkörpern die Werte, die wir haben in unseren Einrichtungen. Wir haben sehr viele Kindertagesstätten in Hannover. Wir haben Einrichtungen mit Beratungsangeboten. Wir haben Altenpflegeeinrichtungen. Wir verkörpern das in unserer Arbeit. Gerade wenn man mit kleinen Kindern zusammen ist, ist das ein wichtiges Thema, weil die Gruppen sehr gemischt sind. Und da achten wir natürlich sehr darauf, dass Rassismus keine Chance hat, nur weil jemand anders aussieht als andere. Daniel Steckbauer ist Lehrer an einer Sprachschule der AWO. Er versuche, das Thema Rassismus in seinen Kursen aktiv zu behandeln, um gegen Ausgrenzungen vorzugehen. Gemeinsam mit Mitarbeitenden und KursteilnehmerInnen sammelte er 100 Gründe gegen Rassismus. Es geht vor allen Dingen um Vielfalt, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen, wenn sie mit Rassismus zu tun haben. Wir als Gesellschaft müssen etwas dagegen tun, dass das nicht so ist und jeder Mensch als Individuum wertgeschätzt wird und gesehen wird als das, was er ist, nämlich ein Mensch. In einem Jahr werden sich die Mitarbeitenden der AWO wieder am Kröpke einfinden, um erneut auf Rassismus in der deutschen Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und jetzt zu den aktuellen Nachrichten des Tages. Teilnahmerekord beim Abfallsammeltag. Fast 20.000 TeilnehmerInnen hatten sich am vergangenen Samstag zum 16. Frühjahrsputz in Hannover versammelt. Die Zahl der Teilnehmenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Jedes Jahr laden die Abfallwirtschaft Region Hannover und die Stadt Hannover zu dem Putztag ein. In diesem Jahr konnten 10.000 Müllsäcke befüllt werden. Schulklassen und Kita-Gruppen sammelten bereits in der Woche zuvor. Eine besondere Aktion war in diesem Jahr die Müllsammelrallye für Kinder. Sie solle Kinder spielerisch für Nachhaltigkeit und Stadtsauberkeit sensibilisieren. Sparkasse Hannover zieht Bilanz.
In einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag hat die Sparkasse Bericht über das Jahr 2021 erstattet. Die Bilanzsumme stieg erneut an und sprang erstmals über die 20 Milliarden Euro-Marke. Die Sparkasse hat außerdem ihren ersten grünen Pfandbrief mit einem Volumen von 50 Millionen Euro ausgegeben. Auch weiterhin wolle sich das Unternehmen auf nachhaltiges Wirtschaften fokussieren. Die wachsende Nachfrage nach digitalen und medialen Beratungsangeboten zu bedienen, sei ein weiteres Projekt für 2022. Wir werden den Vertrieb und das Angebot der medialen Beratung weiter ausbauen, sodass der Kunde entscheidet, wo ist Sparkasse, und wir kommen über den medialen Vertrieb zu ihm. Um das Arbeitsumfeld für Mitarbeitende attraktiver zu gestalten, hat die Sparkasse Dienstvereinbarungen zum mobilen Arbeiten geschlossen. Für den erfolgreichen Umgang mit dem digitalen Wandel wurde sie mit dem Zertifikat Zukunftsfest des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Kommunale Archivpflege. Die Region Hannover unterstützt seit August 2021 die Städte und Gemeinden bei der kommunalen Archivarbeit. Das Pilotprojekt ist in Wedemark, Sehnde und Burgwedel erfolgreich gestartet. Eine mobile Archivarin soll regelmäßig vor Ort bei der Sichtung, Bewertung, Verzeichnung und Unterbringung von Archivgut helfen. Regionspräsident Steffen Krach und Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski machten sich gestern ein Bild vom Regionsarchiv im Schloss Landestrost. Rund 3 Kilometer Archivgut muss dort aufbewahrt und erschlossen werden. Aufstiegsgerechtigkeit in der Bildungslandschaft. Die jungen Liberalen der FDP haben gestern vor dem Landtag auf mangelnde Aufstiegschancen im niedersächsischen Bildungssystem aufmerksam gemacht. Landesvorsitzende der jungen Liberalen Nadine Sayer plädierte für die finanzielle Privilegierung von Schulen aus sozial benachteiligten Regionen. Auch digitale Lehrformate und eine Grundschulbildung mit den Schwerpunkten Lesen, Rechnen und Schreiben seien wichtig. Dafür bräuchte es die FDP in der nächsten Landesregierung. Sie kennen sicher den Organspenderausweis. Das ist eine kleine orange-blaue Scheckkarte, auf der man angeben kann, welche Körperorgane man im Fall der Fälle bereit ist, als Transplantat an PatientInnen zu spenden. Über den Organspenderausweis hat meine Kollegin Lilo Fettig mit der Techniker Krankenkasse gesprochen. Über 800 Menschen in Niedersachsen warten auf ein Spenderorgan. Doch nur 4 von 10 Personen haben überhaupt einen Spenderausweis. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Engelmann. Er ist Leiter der niedersächsischen Landesvertretung der Techniker Krankenkasse. Guten Tag, Herr Engelmann. Hallo, schön da zu sein. Seit dem 1. März gilt das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Wie will die Regierung denn leichtere Entscheidungen ermöglichen? Das Wichtigste ist sicherlich, die Informationen für die Bürgerinnen und Bürger besser darzustellen und besser aufzubereiten. Wir haben in Deutschland ein System, dass man selber zustimmen muss, ob man ein Organ spenden möchte. Und um das zu entscheiden, um die Entscheidung in einem Organspendeausweis zu dokumentieren, muss man sich gut informieren können. Und deswegen hat das Gesetz eine Reihe Maßnahmen vorgesehen, um die Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger deutlich zu verbessern. Was spricht denn überhaupt für eine Organspende? Organspenden sind lebensnotwendig. In Deutschland haben wir jedes Jahr ungefähr 3.500 Transplantationen verschiedenster Organe, das meiste davon der bekannte Fall die Niere. Und diese Transplantation, das neue Organ, ist für den Empfänger, die Empfängerin lebensnotwendig, um ein selbstbestimmtes, gesundes Leben weiterführen zu können. Sonst steht am Ende einer Erkrankung oftmals der Tod, gerade bei Herztransplantationen. Und deswegen ist das unfassbar wichtig, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich bereit erklären, im eigenen Todesfall ihr Organ zu spenden, um den Menschen das Leben zu ermöglichen. Was spricht denn gegen diesen Organspendeausweis? Wir haben es gerade gehört, 4 von 10 haben einen, das heißt 6 von 10 haben keinen Spendeausweis. Welche Gründe haben diese Menschen? Gegen den Organspendeausweis spricht überhaupt nichts. Wir haben eine Umfrage gemacht und die hat repräsentativ und die hat ergeben, dass 93% der Deutschen im eigenen Todesfall ein Organ spenden würden. Das ist die übergroße Mehrheit.
Woran es hängt, ist die Dokumentation. Und die ist wichtig gegenüber Ärztinnen und Ärzten und Angehörigen, um zu sagen, ich möchte mein Organ spenden, dass in dem Moment, wo der Notfall eintritt, Angehörige und Ärztinnen und Ärzte gemeinsam entscheiden können, da ist jemand, der oder die will das Organ spenden. Und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Willen, was die übergroße Mehrheit der Deutschen möchte, auch zu dokumentieren, dass im Falle des Falles, den wir nicht hoffen wollen, aber dann ein Organ auch jemanden, der oder die es dringend braucht, gespendet werden kann. 7% wollen dann keine Organe spenden, das habe ich gerade Ihrer Aussage entnommen. Soll dann einfach auf den Spendeausweis verzichtet werden oder wie geht man dann vor? Im Organspendeausweis kann man auch dokumentieren, dass man nicht spenden möchte. Es wäre deswegen gut, wenn alle Menschen oder so viele, wie irgendwie geht, einen Organspendeausweis haben, um den Ärztinnen und Ärzten die Sicherheit zu geben, darf ich ein Organ im Falle des Falles entnehmen und an jemand Bedürftigen spenden oder darf ich es nicht? Das ist eine ganz wichtige Entscheidungshilfe für Ärztinnen und Ärzte, wenn sie in diese Situation kommen. Und das Gesetz, weil wir vorhin bei dem Gesetz waren, sieht noch weiter vor, dass es auch ein bundesweites Register gibt, was elektronisch geführt wird. Das soll Ende des Jahres dann soweit sein, damit eben Ärztinnen und Ärzte und Angehörige sehr schnell Sicherheit in der Entscheidung haben, ob ein Organ, lebensnotwendiges Organ entnommen werden darf oder eben auch nicht. Wenn ich mich jetzt nach unserem Gespräch dazu entscheide, mir einen Organspendeausweis zu besorgen, wo muss ich mich denn dann hinwenden? Was kann ich tun? Organspendeausweise können Sie, sehen Sie, ich habe das hier, ich habe immer so ein, wenn ich überall hingehe, habe ich immer ein Packen dabei. Der muss jetzt nicht von der PK sein, den finden Sie überall im Internet. Können Sie den sofort online ausfüllen bei der Deutschen Stiftung Organspende, DSO, bei Ihrer Krankenkasse. Überall können Sie das tun und bekommen den zugesendet, können den sofort ausdrucken oder eben hier in diesem etwas schönen Kartenformat machen. Das ist relativ einfach, den zu bekommen bei Ihrer Ärztin, in der Arztpraxis, in der Ausweisstelle. Dass eben diese Möglichkeiten schafft, dieses neue Gesetz, dass der Zugang zur Information und dazu den Organspendeausweis zu erhalten, sehr niedrigschwellig für die Bürgerinnen und Bürger ist. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Dirk Engelmann von der TK, für die Informationen und das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch und tschüss nach Hannover. Kommen wir zum nächsten Thema. Vergangene Woche hat die Region Hannover ihren Haushaltsabschluss 2021 vorgestellt. Mit einem Minus von 5 Millionen Euro ist sie noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das Haushaltsdefizit wird in den nächsten Jahren noch weiterhin zunehmen. Helga Kania berichtet. Die Finanzen der Region Hannover wurden in den letzten Jahren stark belastet. Nach den Jahren mit den Ausgaben für die Geflüchteten aus Syrien kam Corona mit hohen Einnahmeausfällen und steigenden Kosten. Jetzt muss mit hohen Flüchtlingszahlen aus der Ukraine gerechnet werden. Trotzdem steht die Region noch verhältnismäßig gut da. Also das Jahr 2021 ist tatsächlich eine Zeitenwende, weil wir das erste Mal nach vielen Jahren wieder ein Defizit haben. Zwar nur ein kleines Defizit von 5 Millionen Euro. Der Plan war über 100 Millionen Euro. Deswegen sind wir auch erstmal froh darüber, dass es jetzt ein deutlich geringeres Defizit ist. Der Haushalt der Region schließt 2021 mit einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro. Aber nach Jahren mit hohen Überschüssen ist ein Minus ein deutliches Signal, wie Finanzdezernentin Cordula Trautz betont. Wir haben heute den Jahresabschluss 21 vorgestellt, der zum ersten Mal seit 2011 wieder mit einem Defizit abschließt von minus 5 Millionen Euro. Und wir sind uns sehr sicher, dass sich diese Entwicklung, negative Entwicklung aus Sicht einer Finanzdezernentin fortsetzen wird und wir in dem Haushalt 22 noch ein erheblich größeres und in 23 noch mal erheblich höheres Defizit werden. Um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es aber hoher Investitionen. Wir müssen natürlich auch in die Zukunft schauen, in die mittelfristige Finanzplanung. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir vor enormen Herausforderungen stehen, weil wir starke Investitionen benötigen, um die klimaneutrale Region hier 2035 zu schaffen, um die Krankenversorgung sicherzustellen. Wir haben ein Klinikum Region Hannover, was auch in einer wirtschaftlich schwierigen Situation ist. Und wir wollen die Mobilitätsoffensive angehen, wollen deutlich den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Und deswegen haben wir da
großen Handlungsbedarf. Der Präsident erwartet vom Bund und Land Unterstützung zur Finanzierung dieser Investitionen. Wir wollen einen starken öffentlichen Nahverkehr und das heißt auch, wenn wir eine andere Mobilität wollen, das wollen wir eigentlich bundesweit, dann muss auch eine Bundesregierung die Kommunen, die dafür zuständig sind, auch unterstützen. Neu hinzugekommen sind die Aufgaben zur Unterbringung und Verteilung der Menschen aus der Ukraine im Auftrag von Bund und Land. Wir haben jetzt erstmal 27 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wollen das in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen, um die Unterbringung zu gewährleisten, um Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu bezahlen, um die sozialpsychiatrische Betreuung auch gewährleisten zu können. Das alles kostet Geld und 27 Millionen Euro ist für einen Haushalt einer Kommune eine Menge Geld. Und da erwarten wir natürlich auch da, dass es Unterstützung gibt. Es bleibt nur noch der Region viel Erfolg zur Bewältigung all dieser Aufgaben zu wünschen. Und zum Abschluss habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Gestern war ja der Internationale Tag gegen Rassismus. Rassismus ist nicht nur eine hässliche Alltagserscheinung auf Straßen oder am Arbeitsplatz, sondern er ist auch ein Phänomen im vermeintlich anonymen Internet. Sicher haben auch Sie schon einmal von Hass und Hetze im Netz gehört. Unter dem gleichnamigen Titel veranstaltet das MigrantInnen-Selbstorganisationsnetzwerk MISO morgen Abend eine Podiumsdiskussion und klärt auf. Melden Sie sich gerne unter der eingeblendeten Adresse an. Los geht's um 18 Uhr in der Volkshochschule Hannover, Burgstraße 14. Wir als H1 sind dann auch dort. Und das war's für heute mit 0511. Morgen sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe, wie immer um 6:45 Uhr für Sie da. Alles Gute und bis dann.